Schnelles Internet für den Landkreis Nienburg. Der Spatenstich zum Ausbau des Breitbandnetzes findet in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya statt. Noch in diesem Monat beginnen die Bauarbeiten. Der erste Spatenstich ist ja ein symbolischer Akt. Und das für ein Projekt, das für uns eine ganz große Bedeutung hat. Gute Breitbandversorgung, schnelles Internet, das ist für Unternehmen und Wirtschaft heute sowieso unumgänglich. Für unseren Bereich auch für die Landwirtschaft. Aber es ist für jeden Privatmann und Privatfrau heute von ganz großer Bedeutung. Es ist ein Standortfaktor, es macht die Daseinsvorsorge aus, es ist ein Qualitätsfaktor. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man da gut aufgestellt ist. Und ich bin froh, dass wir jetzt damit in Gang kommen und dass wir das so schnell geschafft haben. Landrat Detlef Kohlmeier verkündet, dass gut 8.300 Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Ziel der Baumaßnahmen ist es, eine Versorgungsquote von 96,8% zu erreichen. Insgesamt sollen 550 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. Also wir sind in ganz Niedersachsen dabei, flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Und wir haben da mit den Kreisen eigentlich die besten Partner gefunden als Land Niedersachsen. Die Kreise kennen am besten die Notwendigkeiten vor Ort, die kennen die Begebenheiten vor Ort am besten. Und die sind hier ganz wesentlicher Mitspieler dabei. Sie organisieren die Projekte vor Ort, sie werben auch die kommunalen Gelder ein, sie nehmen selber Geld in die Hand. Und das ist, glaube ich, die Gewähr dafür, dass es klappen wird, in den nächsten Jahren alle Menschen mit schnellem Internet zu versorgen. Und so sehen Glasfasern aus. Bevor die zwei Kabel verbunden werden, müssen sie gesäubert, geschnitten und wieder zusammengeschweißt werden. Detlef Kohlmeier begutachtet die Baumaschinen. Die Firma Northern Access wird den Breitbandausbau durchführen. Wie viel Geld wird dafür in die Hand genommen? Also wir haben einen Rahmen, der liegt bei rund 39 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. 2 Millionen gibt das Land, ungefähr 15 Millionen gibt der Bund. Und den Rest, den steuern die Gemeinden und Städte bei und der Landkreis eben auch noch ein kleines bisschen. Das ist für uns eine Riesensumme und das zeigen auch die Beispiele, wenn man in die Gemeinden guckt. Für 2,2 Millionen hier in Hoya, da kann die Gemeinde auch eine Menge andere Dinge mitmachen. Also das ist eine ganz positive und bewusste Entscheidung für dieses Projekt in der Region. Bald ist Schluss mit langen Ladezeiten. Fast alle Haushalte im Landkreis Nienburg werden mit mindestens 50 Megabit versorgt. Schon Ende 2019 soll das Projekt abgeschlossen werden.